Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im März mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Und ganz herzlichen Glückwunsch an alle Fische, die im März Geburtstag haben. Ihr seid immer noch verliebt, verzaubert und verzückt. Und die zweite Dekade der Fische mit Neptun mittendrin ist auch ein bisschen verpeilt. Aber das macht eure Ausstrahlung nur noch süßer. Falls es überhand nimmt und ihr vielleicht eine Beratung braucht, könnt ihr euch vertrauensvoll an mich wenden. Schaut doch mal auf meiner Homepage. Da könnt ihr eure Wunschberatung aussuchen und direkt buchen. Ich verlinke das unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. In meiner Verlosung gibt es nochmal ein Buch mit dem Jahreshoroskop zu gewinnen. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran! Euren Erlebnishintergrund mit den wichtigen Tendenzen, den langfristigen Tendenzen für die Fischegeborenen, habe ich im ersten Teil des Jahreshoroskops ausführlich gedeutet, auch welche Geburtstagskinder wichtige Aspekte empfangen. Das könnt ihr da nochmal nachschauen oder es halt auch im Buch nachschlagen. Jetzt wollen wir auf eure Konstellationen schauen und die betonen die betörende Energie des Fischezeichens zu Beginn des Monats ganz besonders. Fünf Gestirne stehen in eurem Zeichen. Die Sonne und der Neptun stehen in der zweiten Dekade, Venus und Merkur in der dritten Dekade, wo sich auch Chiron befindet. Der wird noch wichtig für den Neumond, aber dazu komme ich gleich. Genießt erstmal die ersten Tage im März. Besonders wenn ihr da Geburtstag habt, steht ihr häufig im Mittelpunkt. Und wenn ihr einladet, werden alle kommen. Der Vollmond in der Nacht zum Freitag, den 2. März und auch der 3. März sind Top-Tage für euch. Wer Geburtstag hat, sollte feiern, denn in diesen Nächten könnt ihr sowieso nicht schlafen, wenn der Vollmond eure Beziehungsachse beleuchtet. Stattdessen solltet ihr lieber kuscheln oder feiern oder beides. Der Mars steht noch in Spannung zu eurer Sonne und zwar für die Geburtstagskinder der dritten Dekade. Das kann euch beruflichen Stress bringen, aber auch die Chance, euch durchzusetzen und etwas zu erreichen. Und weil die Venus so günstig für euch steht, kriegt ihr das mit eurem Charme wahrscheinlich sogar gut hin. Am 6. März geht der Merkur in den Widder, gefolgt von der Venus am 7. März. Und da stehen sie immer noch gut für euch, denn das ist das Sonnenhaus des Geldes und des Selbstwertgefühls. Und wenn die Venus da durchläuft, dann kommt oft Geld rein oder man macht Anschaffungen, an denen man lange Freude hat. Wenn ihr Geburtstag habt, bekommt ihr bestimmt viele schöne Geschenke. Ab dem 10. März ziehen allerdings ein paar dunkle Wolken am rosa Himmel auf, wenn nämlich Merkur und Venus stressige Aspekte hier zu den Planeten im Steinbock bilden. Und das tun sie dann für den Rest des Monats. Das betrifft die Fischesonne nicht so sehr, deswegen zeigt sich dieser Stress wahrscheinlich durch andere Menschen in eurem Leben. Zum Beispiel kann es sein, dass es um finanzielle Geschichten geht. Vielleicht habt ihr besondere Wünsche an euren Partner und der kann oder will die nicht erfüllen. Oder Freunde reden euch ins Gewissen, weil sie finden, dass ihr zu lässig mit dem Geld umgeht. Der Tipp der Sterne wäre, einfach ab dem 10. und bis zum Ende des Monats vorsichtiger zu sein mit dem Geld ausgeben. Besonders um die Monatsmitte herum stehen finanzielle Verhandlungen nicht unter guten Sternen. Ab Mitte April wendet sich das aber alles wieder zum Besseren. Am 17. März haben wir dann den Neumond in den Fischen und da geht es um Heilung und Achtsamkeit. Das ist besonders schön für die dritte Dekade eures Zeichens, gerade auch, wenn ihr mit dem Chiron vielleicht ein Gesundheitsproblem habt oder eure Gefühle verletzt wurden. Dann kann dieser Neumond euch Erkenntnisse bringen, wie ihr zur Heilung finden könnt und vielleicht auch, wo ihr selbst etwas zu der Situation beigetragen habt. Fische, die in helfenden und heilenden oder auch in Medienberufen tätig sind, können den Neumond nutzen für Inspiration und Eingebungen für ihre Arbeit. Ebenfalls am 17. März, dann später am Abend, wechselt der Mars ins Zeichen Steinbock und geht damit in einen wesentlich günstigeren Aspekt zur Fischesonne. Wo ihr vorher kämpfen musstet, läuft es jetzt glatter und wer euch Unterstützung zugesagt hatte, kommt jetzt in die Gänge und wird auch tätig. Der Mars steht bis zum 15. Mai in diesem günstigen Aspekt zur Fischesonne und im März empfangen ihn als erstes die Geburtstagskinder der ersten Dekade. Während diese kosmische Energie für eure Sonne positiv steht, sind die Aspekte am Himmel und untereinander aber schwierig. Und für euch betrifft das weiterhin dieses finanzielle Thema, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Am 20. März um 17.15 Uhr geht die Sonne ins Zeichen Widder. Dann ist Frühlingsanfang.
Doch die Frühlingsgefühle sind etwas getrübt, weil die Planeten am Himmel eben Konfliktaspekte anzeigen und auch die Zeichen, so wie ihr, die diese Aspekte nicht direkt empfangen, spüren das im Kontakt mit anderen. Bei euch betrifft das vor allem eure Freunde und Geschäftskontakte. Achtet also bei finanziellen Angelegenheiten darauf, dass es nicht zu Konflikten kommt, sei es, dass man sich bei jemandem Geld leihen will, sei es, dass es bei einem beruflichen Projekt um Gelder geht. Verschärfend kommt hinzu, dass am 23. März und bis zum 15. April auch der Merkur rückläufig wird, ebenfalls im Zeichen Widder und in eurem Geldhaus. In dieser Zeit solltet ihr auf wichtige finanzielle Entscheidungen verzichten, denn Menschen könnten ihre Zusagen zurückziehen oder vielleicht ändert ihr auch selbst nochmal eure Meinung. Deshalb regelt Verträge, besonders wenn sie eure Finanzen betreffen, möglichst bevor der Merkur rückläufig wird oder danach, also ab Mitte April. Während der Rückläufigkeit Merkurs könnt ihr ja noch weitere Informationen einholen oder eine notwendige Recherche betreiben und euch nochmal über die Sache Gedanken machen. Es gibt noch einen zweiten Vollmond diesen Monat und der fällt auf den Ostersamstag am 31. März. Der beleuchtet diese ganze Angelegenheit auch nochmal. Vielleicht wird euch da etwas klar, was eure Entscheidung noch beeinflusst. Falls euer Partner Widder, Krebs, Waage oder Steinbock ist, kann es in den Ostertagen auch nochmal in der Beziehung kriseln, aber ihr könnt für liebevollen Ausgleich sorgen. Im April steht die Venus dann wieder super schön für euch. Das waren eure Konstellationen im März. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, da können wir uns zum Beispiel auch eure finanziellen und gesundheitlichen Tendenzen anschauen, dann schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei. Da könnt ihr eure Wunschberatung aussuchen und direkt buchen. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Danach gibt es wieder einen Termin am 6. April um 17 Uhr. Der Workshop Saturn-Probleme heilen ist super gelaufen. Wenn ihr das Webinar verpasst habt, kein Problem. Ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen. Dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass ich im nächsten Monat wieder eins meiner Sternzeichen-Kolliers verlosen werde. Wenn ihr eins bestellen wollt, dann findet ihr den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung und da schreibe ich euch auch nochmal alle anderen Links zu meinen Produkten und Angeboten rein. Ja, und in der Verlosung könnt ihr diesmal nochmal eins meiner Jahreshoroskop-Bücher gewinnen. Das Jahr ist ja noch frisch, das lohnt sich also noch. Und da drin findet ihr dann euren Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und alle wichtigen Daten und Zahlen des Jahres. Natürlich könnt ihr das Buch auch bestellen, als gedrucktes Buch oder E-Book. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. In Teil 1 eures Jahreshoroskops findet ihr euren Erlebnishintergrund, der jetzt auch im März gilt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt's auch in meinen Video-Specials. Schaut doch noch mal rein. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.